Hell investiert in Silber. Heute zum Thema Differenzbesteuerung und wie du dadurch bares Geld beim Silberkauf sparen kannst. Bleib dran! Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Hell investiert. Mein Name ist Sebastian Hell. Und ich werde im heutigen Video das sehr wichtige Thema der Differenzbesteuerung für Silberinvestoren thematisieren. Doch bevor ich auf die Differenzbesteuerung näher eingehe, möchte ich dir kurz zu den Hintergründen etwas erläutern. Und zwar bis zum Jahr 2013 bzw. bis Ende des Jahres 2013 galt in Deutschland der Steuersatz von 7% für Silbermünzen und 19% für Silberbarren. Und es war eigentlich klar, dass wer damals Silber gekauft hat, hat in der Regel auf die Münzen gesetzt, denn man hatte eine deutlich verringerte Mehrwertsteuer und konnte dadurch deutlich mehr Silber kaufen. Nur als kleine Verdeutlichung damals, für etwa 1000 Euro, die man in Silber investiert hat, konnte man 6 bis 8 Unzen mehr kaufen, wenn man Münzen gekauft hat, anstelle von Barren. Einfach aufgrund des Unterschieds innerhalb der Mehrwertsteuer. Doch dann kam das Jahr 2014 und mit diesem Jahr kam eine Harmonisierung der EU und die EU hat damals gefordert, dass einfach auf Silber der einheitliche Steuersatz von 19% gilt. Kurz gesagt, Silbermünzen als auch Silberbarren waren fortan mit 19% besteuert. Ein deutlicher Unterschied, wie ich dir gerade schon gesagt hatte, denn man hat dann etwa für 1000 Euro 5, 6, 7, 8 Unzen weniger bekommen, einfach aufgrund der deutlichen Erhöhung der Mehrwertsteuer. Allerdings, und da müssen wir sagen, auch glücklicherweise haben die Silberhändler einen Kniff im deutschen Steuerrecht gefunden, und zwar die Differenzbesteuerung. Und die Differenzbesteuerung zielt darauf ab, dass nur die Differenz zwischen Einkaufspreis und Verkaufspreis des Händlers mit 19% besteuert wird, aber nicht der Gesamtwert. Und wie funktioniert die ganze Sache? Es ist so, dass in dem Moment, wo ein Silberhändler Silbermünzen, also wir sprechen ja auch nur von Silbermünzen, denn bei Barren funktioniert die ganze Geschichte nicht, Barren sind immer mit 19% besteuert. Aber bei Silbermünzen ist es so, wenn die Silbermünzen aus einem Drittland importiert werden, und mit Drittland ist ein Land außerhalb der EU gemeint, also beispielsweise Kanada, USA, Australien, Südafrika, und immer dann, wenn Silbermünzen aus diesen Ländern kommen, dann darf der Händler die Differenzbesteuerung anwenden, wenn er dies möchte. Und die Differenzbesteuerung ist eigentlich ganz einfach, denn es ist wie gesagt nur die Differenz zwischen dem Ankaufspreis oder Einkaufspreis des Händlers und dem Verkaufspreis, und diese kleine Differenz, die wird anschließend mit 19% besteuert. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert. Aus diesem Grund machen wir mal ein kleines Beispiel. Angenommen, ein deutscher Silberhändler kauft Silbermünzen aus Kanada. Und er könnte beispielsweise die Silbermünze zu 15 Euro einkaufen. Dann muss er diese allerdings noch in Deutschland mit der sogenannten Einfuhrumsatzsteuer versteuern. Und die liegt im Moment bei 7%. Das heißt, 7% von 15 Euro sind 1,05 Euro. Kurz zusammengerechnet, 15 Euro und 1,05 Euro sind 16,05 Euro. Das wäre also der Einkaufspreis, den der Händler hat. Nun muss er natürlich an diesen Silbermünzen noch ein bisschen was verdienen. Und hier musst du wissen, dass die Margen im Edelmetallhandel extrem gering sind. Wir reden hier von 1%, 2%, teilweise bei großen Summen auch nur 0,5%. Also der Handel hat hier wirklich sehr wenig, an dem er verdient. Das ist ein reines großes Volumengeschäft. Und deswegen ist es auch realistisch zu sagen, dass wenn der Händler 16,05 Euro gesamt bezahlt hat, dass er dann eine Marge von vielleicht 25 Cent obendrauf legen würde. Dann sind wir also schon bei 16,30 Euro. Und nur diese 25 Cent Händlermarge, also dieses kleine Stück an Marge, das der Händler hat, das muss er bei der Differenzbesteuerung mit dem vollen Mehrwertsteuersatz von 19% besteuern. Und 25 Cent, 19% davon, ein bisschen gerundet, sind 5 Cent. Das heißt, der Endverkaufspreis im Laden wären dann 16,35 Euro. Noch einmal, um es zu rekapitulieren, wie setzen sich diese 16,35 Euro zusammen? Der Händler hat für 15 Euro die Silbermünze aus Kanada importiert,
hat anschließend die Einfuhrumsatzsteuer von 7% bezahlt. Das sind 1,05 Euro oder 7%. Dann sind wir bei 16,05 Euro. Dann legt er die kleine Händlermarge on top oben drauf. 25 Cent hatte ich gesagt, dann sind wir bei 16,30 Euro. Und dann noch die Mehrwertsteuer, die auf die Händlermarge anfällt, die sogenannte Differenzbesteuerung. Das waren 5 Cent in dem Beispiel, also 16,35 Euro wäre der Endpreis. Und dies ist natürlich deutlich günstiger, als wenn der komplette Einkaufspreis mit den vollen 19% Mehrwertsteuer belegt werden müsste. Wenn du dieses Thema der Differenzbesteuerung auch noch einmal schriftlich nachlesen möchtest, ich habe dir unten im Video mein E-Book verlinkt zum Thema Silber. Darin habe ich unter Regel Nummer 3 das Thema Differenzbesteuerung näher thematisiert. Ich habe auch insgesamt dort 12 Regeln aufgestellt, die jeder Silberinvestor unbedingt beachten muss. Also hol dir das E-Book kostenlos, du kriegst noch 3 weitere E-Books on top dazu und schau dort einfach rein. Ich bin sicher, du wirst einige wertvolle Tipps darin finden. Was ist jetzt mein Rat an dich? Mein Rat an dich ist, wenn du Silber kaufst, achte immer auf differenzbesteuerte Silbermünzen, weil du dadurch deutliches Geld sparen kannst. Das kannst du auch mit einem einfachen Vergleich schon überprüfen. Geh einfach mal in den Online-Shop der bekannten Händler und schau dir mal die Münzen an, die als differenzbesteuert gekennzeichnet sind und die Münzen, die nicht differenzbesteuert gekennzeichnet sind. Und da wirst du auf Anhieb einen Unterschied von 1 oder 2 Euro erkennen. Und das macht natürlich also langfristig einen deutlichen Unterschied aus, wie viele Silbermünzen du kaufen kannst. Und wohlgemerkt, wir reden von dem gleichen Silber, egal ob differenzbesteuert oder nicht, die Münzen sind immer dieselbe. Dieselbe Silbergehalt, dieselben Münzen, nur dass du bei den einen einfach deutlich Geld sparen kannst, während du bei den anderen den vollen Mehrwertsteuersatz bezahlen musst. Ich rate dir auch dazu, dass wenn du auf differenzbesteuerte Münzen setzt wie ich, nimm am besten die kanadischen Maple Leaf, die sind nicht nur differenzbesteuert, die schützen dich auch davor, dass die Münzen Milchflecken bekommen können, also anlaufen. Und wenn dir das Thema Milchflecken jetzt nichts sagen sollte, ich habe dir unten in der Beschreibung noch ein Video von mir verlinkt, wo ich einfach auf das Thema Milchflecken näher eingehe, wie du die Milchflecken verhindern kannst und vor allem, warum die kanadischen Maple Leafs keine Milchflecken mehr ausbilden können. Also schau dir das Video bitte an, sind sicherlich auch einige hilfreiche Tipps für dich enthalten. Und wenn du dir jetzt die Frage stellst, naja, kann ich vielleicht auch die gesamte Mehrwertsteuer irgendwie beim Silberkauf umgehen? Dann habe ich 2 Optionen für dich. Option Nummer 1, du machst einen klassischen Privatkauf. Das heißt, du gehst auf eBay, du gehst in Foren, wo sich Edelmetallanleger treffen. Und wenn dort einer seine Silbermünzen verkauft und du willst sie kaufen, dann fällt natürlich keine Mehrwertsteuer an, dann ist es ein klassischer Privatkauf. Ich persönlich mache dies nicht, aus dem simplen Grund, weil ich einfach nicht weiß, ob ich echtes Silber bekomme oder ob ich Fake-Silber bekomme. Das heißt, ich müsste ein Prüfgerät haben, um das Silber zu prüfen, oder ich müsste zum Händler gehen und den bezahlen, dass er das Silber wieder prüft. Und da zahle ich lieber diesen Aufschlag beim Händler mit der Differenzbesteuerung, als dass ich hier Gefahr laufe, dass ich irgendwann vielleicht Fake-Silber in meinem Depot haben sollte. Kannst du auch, um wieder auf mein E-Book zurückzukommen, unter Regel Nummer 11 in meinem E-Book nachlesen. Da gehe ich nochmal auf das Thema Fake-Silber und Betrug ein, vor was du dich schützen musst. Es gibt auch noch eine zweite Option, wie du die gesamte Mehrwertsteuer sparen kannst. Und hier sage ich schon mal vorab als Disclaimer, wir bewegen uns hier schon in einer Grauzone. Denn es gibt auch zu diesem Thema einige Rechtsgutachten, die sagen, dass es in Deutschland wohl nicht legal ist, Silber auf diese Weise zu verkaufen. Und man muss hier wissen, dass es in Litauen eine spezielle Regelung in der Einfuhrumsatzsteuer gibt. Und zwar, wenn du nach Litauen beispielsweise als litauischer Händler Silber importierst, beispielsweise wieder aus Kanada, dann ist die Einfuhrumsatzsteuer bei 0%, solange du das Silber relativ zügig wieder aus Litauen heraustransportierst. Und da gibt es natürlich hier ein paar findige Edelmetallhändler, die Niederlassungen oder Unternehmen in Litauen unterhalten, die das Silber aus Kanada ankaufen, anschließend über den Online-Shop in Deutschland anbieten. Dann kann es jeder dort online erwerben, wohlgemerkt ohne steuerliche Aufschläge. Und dann wird das Silber von Litauen nach Deutschland transportiert und kann an verschiedenen Abholstellen abgeholt werden. Allerdings wohl eine illegale Praxis, denn der deutsche Staat wird dadurch um die Einfuhrumsatzsteuer von 7% gebracht. Und wovor ich persönlich noch warnen möchte, ist, du kaufst hier dein Silber in einem Online-Shop, überweist wahrscheinlich dein Geld noch nach Litauen und möglicherweise, wenn du hinterher dein Silber an der Abholstelle abholen möchtest, ist keines vorhanden.
Und auch das sei nochmal mein E-Book erwähnt, Regel Nummer 11. Da gehe ich auch nochmal auf das Thema Betrug und Fake-Shops ein. Also immer, wenn man denkt, man kann hier vermeintlich sparen und vielleicht hat hier einen super schlauen Trick, dann ist man auch immer irgendwo in dem Bereich, wo auch die Gefahren relativ groß sind. Also kurz gesagt, es gibt den Privatkauf oder diese Methode aus Litauen. Ich persönlich rate von beiden ab. Ich nutze auch keine der beiden Methoden. Ich kaufe mein Silber beim Händler, dann weiß ich, dass ich richtiges Silber habe. Ich habe kein Fake-Silber. Dann muss ich einfach damit leben, dass ich diesen Aufschlag bezahlen muss, selbst wenn durch die Differenzbesteuerung der Aufschlag bei weitem nicht so hoch ist wie mit dem vollen Mehrwertsteuersatz. Aber ich habe das gute Gefühl, dass ich weiß, mein Silber ist echt. Und sind wir mal realistisch, bei der Schwankungsbreite, die Silber oft an den Tag legt, 8, 9 oder 10% Aufschlag, die können langfristig problemlos wettgemacht werden, wenn sich der Silberpreis verdoppelt, verdreifacht, verzehnfacht, je nachdem, von welchen Silberpreisen man in der Zukunft ausgeht. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir einen Daumen hoch da. Lass mir auch gerne einen Kommentar da mit deiner Meinung, was du darüber denkst, über die Differenzbesteuerung, was du denkst über Privatkäufe, welche Methoden du umsetzt, um Silber zu kaufen. Schreib mir einfach deinen Kommentar rein, ich werde die auf jeden Fall lesen. Und zum Abschluss bleibt mir dann nur noch zu sagen, bleib investiert, hell investiert. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video, dann zum Thema, welches Silber du am besten kaufen solltest. Also Silbermünzen, Silberbarren oder die weniger bekannten Münzbarren. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg bei deiner Silberanlage und wir sehen uns im nächsten Video.